Guten Morgen. Leib himmlischer Vater im Namen Jesu Christi, komm in dir, und ich danke dir für deine Güte. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ich bete auch von dort, dass du zu uns redest. Ich bete, dass wir dich gut verstehen und dass wir da noch leben. Ja, von uns ein rechtschaffenes Wort im Namen Jesu Christi. Amen. Jesaja Kapitel 20, ich sage, steh auf Jerusalem und leuchte. Denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erleuchtet. Wer herrlich ist das, wenn Jesus in uns Leben kommt. In Jesus ist das wahre Licht, was unsere Finsternis erleuchten kann. Wenn Jesus nicht in uns Leben kommt, dann wird das in uns nicht da geworden. Wenn das Licht in uns Leben kommt, dann sei wie was Jesus und dann Chevy und Buße dann. Ohne das Licht, was Jesus ist, fing wie keine Sündenerkenntnis. Sag die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Noch bedecken dunkle Wolken die Erde. Alle Völker leben in finsterer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf. Und seine Herrlichkeit überstrahlt dich. Wie wunderbar ist diese Prophezeiung, was Israel schrieb. Das Licht Gottes wird kommen, Jesus wird kommen. Der wird das Dach machen, wo unterwegs noch dunkle Wald wäre. Wie end wird das Dach werden. Ich glaube, das ist ein großes Geschenk Gottes. Das größte Geschenk Gottes, wenn Licht in uns Leben kommt, wenn Jesus uns begegnet. Das heißt, andere Völker werden von diesem Licht angezogen, ihre Königin eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Also, wie wichtig ist das, dass Jesus in uns lebt, dass der Sohn, dass das Licht der Welt Jesus in uns abgeht. Dass wir Chance kriegen, dass wir Glaube kriegen, dass wir Sünden Chance kriegen, dass wir verändert werden von dem Licht Christi. Himmlischer Vater, wir können uns selbst das Licht nicht finden. Wir können uns selbst nicht die wahre Erkenntnis finden. Bloß, wenn du uns Leben erhältst, wenn du uns weißt, was vollständig richtig ist. Wenn du in uns Leben entkommst, dann schrie wir das wahre Licht und erzählen wie die Wahrheit und haben die Möglichkeit, frei zu werden. Ich bete, dass wir die das wahre Licht der Welt erzählen und dass das Licht in unserem Leben erhält. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.